Hallo und herzlich willkommen hier bei mir mal wieder in meiner kleinen Sammlung. Wir haben mittlerweile Mitte Juni und ich hänge mit meinen Updates ziemlich hinterher. Wöchentliche Updates schaffe ich schon leider zeitlich überhaupt nicht, weil ich einfach immer viel zu viel zu tun habe. Deswegen habe ich mir irgendwann mal gesagt, du machst jetzt monatliche Updates, aber auch da hänge ich jetzt hinterher und deswegen müssen wir mal ein bisschen Gas geben und müssen jetzt mal, ja, Ordnung in meine Sammlung kriegen, damit ihr auch genau wisst, was der Marco von den drei Herren vom Film sich in den letzten Monaten alles zugelegt hat. Deswegen kommen wir jetzt zum Update für meine gekauften Filme des Monats. Wo sind wir denn? März. Ja, im März sind wir erst. Ihr seht, wir müssen ein bisschen was aufholen, aber der März geht auch einigermaßen schmerzlos gleich schnell über die Bühne, weil es war ein relativ schwacher Monat. Da waren nicht so viele neue Sachen, die den Weg in meine Sammlung gefunden haben. Außerdem habe ich viele der Filme, die gleich in diesem Update zu sehen sein werden, bereits an anderer Stelle vorgestellt, beim Auspacken der Pakete vom Filmgespenst, vom Kollegen Frank Heister und ich glaube Wandertausch sind auch noch zwei Sachen dabei. Und halt dann noch ein paar andere Sachen, die ich nebenbei noch gekauft habe im März. Wie gesagt, der März war sehr ruhig. Dennoch, die Liste muss ja vervollständigt werden und deswegen gibt es natürlich jetzt auch hier von mir für euch mein Update-Video für den März 2013. Fangen wir an mit den neuen Blu-Rays, die im März 2013 im Weg in meinem Regal gefunden haben. Das war relativ überschaubar. Es waren nämlich nur zwei an der Zahl. Zum einen, ja, die Billig-Variante mal wieder von meinem Lieblingslabel The Asylum. Ja, im Kino läuft der richtige Blockbuster oder Lara damals und Asylum brachte dann die Billig-Variante raus. Jack the Giant Killer. Ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, steht alles noch auf der Zu-Gucken-Liste bei mir, aber da ich das Label The Asylum als alter Trash-Fan natürlich sehr, sehr schön finde, hat dieser Film natürlich den Weg in die Sammlung gefunden. Auch ein weiterer Trash-Film. Die Monster aus Herr der Ringe sind zurück. Orks, sie kommen, um uns alle zu töten. Den habe ich leider bislang auch noch nicht gesehen, aber wird demnächst mit Sicherheit bei groß nachgeholt. Ja, das waren die einzigen Blu-Rays, die den Weg 2013 in mein Regal gefunden haben. Ansonsten waren es nur DVDs. Da gehen wir jetzt, da die natürlich auch schon bereits einsortiert sind. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon Mitte Juni. Würde ich sagen, gehen wir einfach der Reihe nach. So viele sind es für den März, wie gesagt, nicht, sodass wir die jetzt in einer Tour durchkloppen können. Und fangen einfach mal hier oben der Reihe nach an mit einem Zombie-Filmchen. George A. Romero's Land of the Dead. Natürlich uncut im Director's Cut. Ja, schönes Zombie-Filmchen halt. Damals im Kino gesehen. Muss ich jetzt auch mal wieder auf DVD gucken, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Dann vom Thorsten aus Hannover bei einem Gewinnspiel gewonnen. An dieser Stelle, lieber Thorsten, möchte ich dich nochmal bitten, sei nicht böse auf mich. Das versprochene, super tolle Unpacking und, oder besser gesagt, Review für diesen Film kommt definitiv noch, nur die Zeit. Ich habe sie nicht immer und leider musst du dich da noch ein bisschen gedulden. Dann gibt es aber auch, wie gesagt, mal ein schönes Review, was ich dir versprochen habe, für Zombie Driller Killer. Invasion der menschenfressenden lebenden Toten in der Uncut-Version, selbstverfreilich. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, da möchte ich ja so eine Live-Review für Thorsten aus Hannover dann noch demnächst veranstalten, wenn es denn soweit ist. Es kommt alles, bitte habt noch ein bisschen Geduld. Ebenfalls neu in die Sammlung gekommen im März 2013, Niemand entkommt seinem Skalpell. Dr. Chopper sieht relativ blutig aus dafür, dass er eine Altersfreigabe ab 16 bekommen hat, steht aber definitiv auch drauf. Ungeschnittene Version, und da ich diesen Film von meinem Kollegen Frank, so heißt er, in Empfang genommen habe, verlasse ich mich da einfach mal drauf oder bin fest davon überzeugt, dass der natürlich auch ungeschnitten ist. Ja, dann ein Austauschfilm vom Wandertausch Nummer, schieß mich tot, 10, 11, ich weiß es nicht mehr. Ein Film von Tobe Hooper, The Toolbox Murders. Das ist ein Remake, behaupte ich jetzt mal einfach, von dem damaligen Toolbox Murders, der im Deutschen den wunderschönen Titel Der Bohrmaschinenkiller hatte.
Den habe ich irgendwann schon mal gesehen, das weiß ich, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern und werde ihn mir demnächst auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen. Ebenfalls im März neu in der Sammlung Trash Horror aus den 80ern, ein Film von Jean Bernard. Bizarre, die Nacht des Grauens, scheint irgendwie eine Mischung aus Horror und T-Horror zu sein, hatte ich dem Filmgespenst damals in ein kleines Paketchen abgekauft. So, ebenfalls neu in der Sammlung seit März, Edgar Allan Poe's The Chair. Keine Jugendfreigabe, bin ich auch noch gespannt drauf, bin ich auch noch nicht zugekommen, den zu gucken. Steht auf jeden Fall schon bereit in der Sammlung. Wir machen weiter mit Horror Spirit Trip, die Geisterfalle. Auch noch nie gehört, schöner Titel aber. Und für wenig Geld auch definitiv natürlich mal mitgenommen. Zwei Plätze weiter, ebenfalls ein H.P. Lovecraft Story. Und directed by Uli Lommel, der uns so Machwerke wie Boogeyman beschert hat. Mit Victoria Ullmann und Christian Behmer, wenn das kein Knaller wird, The Tomb. Tomb, 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 ne? Tomb Raider heißt es, ne? The Tomb. Joa, keine Ahnung von Sun Film. I don't know, I have never heard this. Aber wir lassen uns überraschen, was uns da erwartet. Ein bisschen Tierhorror gab es natürlich auch noch im März, darf bei mir ja nie fehlen. Boa vs. Python, Duell der Killerschlangen, kann ich da in erster Linie mal anbieten, der sogar von Universal ist. Und Columbia Treestar, Entschuldigung. Und da bin ich natürlich mal sehr gespannt, was für ein Trashwerk die da rausgehauen haben. Dann Das Böse lauert am Meeresgrund, Evil Below. Auch ein bisschen Tierhorror. Und last but not least aus der Rubrik Tierhorror, Island of Beasts. Ja, auch schönes Filmchen. Tierhorror. Kann man immer gucken, macht immer wieder Spaß. So, wir machen weiter mit natürlich Trash. Kein Monat vergeht in meinem Kaufverhalten, ohne mir irgendwas von The Asylum zuzulegen. Während die anderen da immer die Hände oder den Kopf zusammenschlagen, bin ich ein großer Liebhaber von Trash-Filmen von The Asylum und da hat den Weg natürlich auch in die Sammlung gefunden, den ich schon immer mein Visier hatte, aber den ich mir nie für das Geld kaufen wollte. 2012 Doomsday. Ja. Ein episches Abenteuer im Stil von The Omega Code. Den habe ich auch schon gesehen und der ist wirklich richtig schlecht. Der ist wirklich richtig, richtig übel. Der wird demnächst auch nochmal, um da auch mal meine Trash-Ecke hier bei YouTube mal wieder zu beleben, definitiv ein Review erhalten. Ich habe den Zettel schon hier drin. Er hat wenig Punkte bekommen, ja, in meinem Ranking. Und The Asylum halt, typischer billiger Trash, den man sich aber gerne mal anschauen kann. So, was haben wir noch neu reingekriegt im März? So viel war es nicht mehr. Zwei Stück noch. Einmal hat eine kleine Vorgeschichte, weil wer die drei Herren vom Film Unpackings gerne aufmerksam verfolgt, der weiß, dass wir immer sehr gerne bei Rebuy einkaufen und bei Rebuy auf der Startseite, wenn man anfängt bei dem Billigfilm von 89 Cent oder wie auch immer, erscheint immer dieser Film und jetzt habe ich gesagt, Mensch, jetzt für 89 Cent nimmst du ihn endlich mal mit, damit der mal verschwindet da. Panzerschiff Graf Spee, eine Arcturus Production Kriegsfilm, also eigentlich mehr Thorstens Metier. Ich werde mich da mal durchkämpfen und bin mal gespannt, ob es sich gelohnt hat. Ich fürchte eher nicht, aber er sieht auch qualitativ nicht sehr hochwertig aus. Aber da wir fast bei jedem Unpacking damals immer über diesen Film gesprochen haben, geht er jetzt erstmal vorläufig in die Sammlung. Ob er drin bleibt, wird sich dann sehen, wenn ich ihn geschaut habe. So, last but not least hier aus dem Regal. Nein, da hinten steht noch einer, aber den machen wir erst noch. Wie Thorsten ja dann so schön sagt, so ein typischer Lückenfüller bei Amazon, um die Versandkosten zu sparen. Ich bin kein Prime-Kunde, möchte es auch nicht werden. Klaas, Chronik einer Katastrophe. Ja, Best European Film, Special Jury Prize und so weiter und so weiter. Ist ein Drama. Ich weiß noch nicht, was mich da erwartet, aber den habe ich mal mitgenommen bei Amazon. Da fehlten mir irgendwie noch 2 Euro. Um die Bestellung kostenfrei zu kriegen, weil keine Blu-ray dabei war bei der Bestellung. Und
Mal schauen, was mich da erwartet. Dann noch aus einem Rebuy-Paket aus dem März. Ihr wisst, meine Vorliebe, ich gucke auch sehr gerne Fußball und Sport auf DVD. Habe ich mir einfach mal mitgenommen für 69, glaube ich sogar, Cent nur. Road to Germany, die Qualifiers für 2006. Da werden wir natürlich von Deutschland nicht viel sehen, weil die waren ja für 2006 als Gastgeber qualifiziert. Aber Tore, 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 Superstars und alle Highlights der WM-Qualifikation zur Endrunde in Deutschland, 150 Minuten lang. Ich gucke sowas halt immer mal gerne zwischendurch. Und da bin ich auch mal gespannt, was es da gibt. So, damit sind wir hier im Regal durch. Es fehlt aber noch ein Film. Habe ich alle durch? Ich gucke nochmal eben schnell. Moment. Nein, hier sind alle durch. Einer fehlt aber noch, den ich im März 2013 ebenfalls zugelegt habe. Der steht aber nicht hier, der ist schon hinten in der anderen Ecke in der Vitrine einsortiert, weil er da einen besonderen Platz bekommen hat als Teil einer Trilogie. Und da würde ich sagen, gehen wir mal kurz rüber und dann sind wir durch. Ja, hier noch der letzte Neuzugang aus dem März. Man kann es jetzt leider nicht ganz so gut sehen, weil es gerade sehr hell ist hier im Zimmer, die Sonne scheint und es ist schönes Wetter. In der Mitte Tanz der Teufel Teil 2 kam auch endlich mal in die Sammlung. Man wird es kaum glauben, der hatte mir immer noch gefehlt. Und hat sich natürlich direkt hier in eine Vitrine zu den anderen Tanz der Teufel Sachen dazugesellt. Und damit ist diese Sammlung so in dem Sinne erstmal vorstellig. Es gibt natürlich noch viele andere Versionen dieser Filme, aber zumindest habe ich alle drei Teile auf jeden Fall mal griffbereit in der Vitrine stehen. Ja, das war es dann auch gewesen. Das war mein Update für den Monat März 2013. War relativ kurz und schmerzlos, wie ich gesagt habe. Es war nicht so der überragende Update-Monat. Das wurde danach, glaube ich, wieder schlimmer. Das gucken wir uns dann aber die nächsten Monate an. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gemacht mit diesem Update für den März. Und dann geht es dann demnächst weiter mit dem April-Update, dass wir irgendwann mal wieder auf den aktuellen Stand kommen und ihr dann auch monatlich wieder die aktuellen Updates aus meiner Sammlung zu Gesicht bekommt. Das war's. Schöne Grüße. Bis demnächst. Ciao, ciao.